Mein Name ist Matthias von Mats Gitarrenkurse und heute wollen wir uns einen anderen Klassiker von Deep Purple anschauen, nämlich das Hauptriff von Black Knight. Ich hole die Kamera wieder ran und dann schauen wir uns den Riff an. Bis gleich. Ja, also, anfangen tun wir im 7. Bund auf der A-Seite. Das ist die Note E. Dann gehen wir zum G im 5. Bund auf der D-Seite. Und dann wieder zurück zum E. Ja, also so. Einfach mal mitmachen. Also, wir greifen im Prinzip nur mit Zeige- und Ringfinger, weil wir uns nur im 5. und 7. Bund bewegen. Wir sind quasi, wir sagen dazu, in der dritten Box der E-Moll-Pentatonik. Ja, nochmal diese ersten vier Töne. Dann gehen wir in den 7. Bund auf der E-Seite, gehen wieder zurück auf die A-Seite in den 5. Dann haben wir also... Zurück zum E. Wieder zurück zum E, also so. Thank you.
linken Finger hier vom siebten Mund auf der D-Seite. Spielen wir bis dahin. Zwei Töne dazu, nochmal 5. Bund D-Seite und nochmal 7. Bund A-Seite. Da haben wir aber jeweils 3 Schläge Pause. Also so. Sehr schön. Ja, ich hoffe, der Riff ist jetzt soweit klar. Schau dir einfach in den nächsten Tagen noch ein paar Mal das Video an, dann hast du den Ruckzuck drin, wenn du da einfach immer wieder mitspielst. Und ja, falls das Video gefallen hat, gib mir den Daumen hoch, abonniere meinen YouTube-Kanal, dann bleibst du immer auf dem Laufenden oder komm bei Facebook oder Twitter vorbei oder auf meiner Homepage www.mats-gitarren-kurse.de. Falls du Fragen, Wünsche oder Anregungen hast, schreib sie einfach unter das Video. Ich versuche dann, so gut das geht, darauf einzugehen. Und ja, ansonsten sehen wir uns im nächsten Tutorial wieder.
und tschüss.